Hi, mein Name ist Jana Vargas und heute erzähle ich euch von meinem Weg über die ersten Reitstunden in Amstetten bis hin zur Ashford Farm in Belgien. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Zu Gast bei Jana Vargas. Heute erfahren wir, wie Jana überhaupt zum Reiten gekommen ist und wie so ein typischer Montag hier auf der Ashford Farm aussieht. She started very normal, now she's getting better, right? The last one was very good. Jetzt haben wir so einen Eindruck bekommen, wie ihr auch zusammenarbeitet. Heute sind wir an einem Montag hier, es ist viel los, ihr probiert Pferde aus. Wie viel Spaß macht dir das auch, dass es so abwechslungsreich hier ist? Ja, also ich sage immer, hier wird es nicht langweilig. Montag ist, ich sage immer, ein absoluter Katastrophentag. Nicht im Negativen gemeint, aber es ist halt, es kommen viele Pferde zum Probieren. Dann habe ich natürlich meine eigenen Pferde noch, die gemanagt werden müssen. Deswegen ist es jeden Tag eine neue Herausforderung. Pferde probieren, dafür hat auch nicht jeder ein Händchen. Wie ist da die Rollenverteilung? Was ich so mitgekriegt habe, können die halt unter mir das Pferd irgendwie sehr gut einschätzen, weil ich, glaube ich, so ein bisschen die Art habe, dass ich dem Pferd einfach die Zeit gebe, sich selber zu entwickeln und ich das Pferd sozusagen springen lasse. Ja, irgendwie war das von Anfang an so, dass wir drei irgendwie so ein Team sind, die sich so gut untereinander kennen und so aufeinander abgestimmt sind, dass wir alle Facetten zusammenbringen und dann eine Meinung daraus ziehen und dann überlegen, ob das Pferd interessant für uns ist oder nicht. Wenn man euch beobachtet, dann denkt man, es ist immer alles super harmonisch. Wahrscheinlich gibt es ja auch mal Momente, wo ihr nicht einer Meinung seid. Wie geht ihr dann damit um? Natürlich gibt es das auch, aber dann setzen wir uns zusammen, sprechen vernünftig und dann finden wir immer irgendwo eine Lösung. Ich glaube, es hat noch nicht einen Tag hier gegeben, wo der eine mit dem Kopf runter aus dem Büro gegangen ist, sondern wir setzen uns zusammen und besprechen alles und dann irgendwo gibt es immer einen Weg. Was schätzt du denn besonders an Jana? Jana, glaube ich, die hat eine sehr starke mentale Stärke. Die ist auch auf Turnier, aber jeden Tag, die ist sehr fokussiert und wenn die im Parcours geht, die kann einfach abliefern. Und ich glaube, die hat auch unheimlich Gefühl mit den Pferden und die kann richtig die Pferde auf ihrer Seite haben. Ich finde es so enorm, was sie für eine Ruhe in sich trägt. Selbst als ich vor Aachen mit ihr gesprochen habe, war sie so ganz relaxed und fokussiert. Wie kann man sie vielleicht trotzdem mal aus der Ruhe bringen? Geht das? Das ist schwierig. Lustig war in Herning am letzten Tag, die war so entspannt. Die sagt, Michael, ich bin so entspannt, kannst du mir vielleicht eine Red Bull holen, dass ich ein bisschen mehr aus mich rauskomme? Und war lustig. Aber das ist super für einen Reiter, so zu sein, weil es ist auch wichtig, die Ruhe zum Pferd zu geben. Was würdest du sagen, kannst du vielleicht besser als Jana und kann sie irgendwie unterstützen? Und was kann sie vielleicht besser und wo ergänzt ihr euch da vielleicht gut? Also sie kann richtig die Pferde fühlen von oben. Auch wenn ich für mich selber die Pferde kaufe, ich probiere die nicht. Ich sehe das besser von unten und sie kann unheimlich ihr Gefühl super an uns rüberbringen, wo wir verstehen, ob das richtig was für uns ist. Was sie besser kann, ja, also dieses Gefühl, Parcours reiten, auf jeden Fall. Ich kann vielleicht am besten alles managen und sie unterstützen. Ihr wart selbstständig in Ibbenbüren und dann habt ihr aber schon immer Pferde von Ender auch gehabt. Mhm. Und dann kam ja die Entscheidung, hier hinzugehen. Ja. Hast du es jemals bereut, hier nach Belgien Nein. zu kommen? Nein, ganz sicher nicht. Wir haben, glaube ich, 3 Jahre mit Ender zusammengearbeitet. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und irgendwie ein Konzept entwickelt, wo wir als Partnern das Geschäft, aber auch Sport machen können. Und muss ich sagen, wir wachsen
sportlich, aber auch geschäftlich und das macht super Spaß und auf jeden Fall nicht bereut. Wie tickt denn Michael so? Also es ist so, dass Michael immer versucht, mir auch die Ruhe zu geben, aber ich merke immer, dass er eigentlich deutlich nervöser ist, als ich es bin. Ich glaube, ich bin mehr angespannt unten, als wenn ich auf dem Pferd sitze. Aber ja, es ist ein gemeinsames Erfolg, haben wir vor, ich glaube, 10 Jahren angefangen und deswegen ist es toll. Ich erlebe alles mit und ja, ich gönne ja den Erfolg und uns das Erfolg ist. Macht Spaß, ja. Ohne ein starkes Team geht's nicht und das ist auch so ein bisschen das Credo, was sich durch Janas Karriere zieht. Und es gibt einen Mann, der hat ihr quasi das Reiten beigebracht. Das ist nämlich Kurt Holz und über den sprechen wir jetzt gleich. Du kommst ja jetzt nicht aus einer typischen Reiterfamilie. Deine Familie unterstützt dich natürlich trotzdem, wo sie kann. Wieso bist du überhaupt zu den Pferden gekommen? Das habe ich meiner Schwester zu verdanken. Die sagte dann irgendwann, hey, ich habe so ein paar Pferde, die putze ich mal, willst du nicht mal mitkommen? Ich dachte, ja, okay, guckst es dir mal an. Und dann hat es mich irgendwie auch gepackt. Und Kurt hat dann gesagt, okay, jetzt aber nicht nur putzen, ne? Auch mal Sattel drauf und dann mal hoch da. Es war einfach die schönste Zeit in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie sie das erste Mal auf dem Pferd sah, ich denke, das kann nicht wahr sein, das kann kein Anfänger sein, weil ich habe eigentlich viel mit Anfängern zu tun. Und das war so, ja, man konnte sagen, dieses Gefühl und Gespür für ein Pferd, das war einfach sensationell, was sie da schon hatte. Einfach nur eine richtige Sportlerin. Tja, da freut sich ihr Holz, das kann aber auch, verständlicherweise. Ja, wenn man dann einmal Blut geleckt hat, dann war das ganze Thema im Hause Wagers Pferde, Pferde, Pferde. Und meine Eltern haben mich für verrückt erklärt, aber ich habe gesagt, ist mir egal. Das war eine ganz tolle Zeit, auch diese Anfänge E und A springen, wie wir da morgens losgefahren sind mit dem LKW und Familie mit und Brot mit und dies und das. Das war eine besondere Zeit und das ist auch eine Zeit, die man nie vergessen will. Ich glaube, dass ich ihm unheimlich viel zu verdanken habe. Wie ist denn der Spitzname Flöhchen entstanden? Ja, das ist eine lustige Story. Das kam eigentlich von Thomas, Kurts Sohn. Und der sagte immer zu mir, reit Flo, weil ich auch immer noch so klein geblieben bin. Auf dem Abreitplatz hieß es dann immer, Flöhchen, kommst noch mal steil? Und alle Leute wussten genau Bescheid. Und es gibt tatsächlich heute noch Leute, die mich damit so ein bisschen aufziehen wollen. Aber damit kann mich keiner aufziehen, weil das gehört irgendwie zu mir und das höre ich immer noch gerne. Jana ist ein besonderer Mensch, die ist einfach dieses Herzhafte und dieses Liebe. Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir hatten uns vorbereitet auf die deutsche Meisterschaft in Balve. Und dann einen Tag vorher hatten wir einen Plan gemacht. Ich sage, Jana, du musst das und das machen. Ja, okay, was hat sie gemacht? Sie hat ihre Pferde mit Äpfel und Bananen gefüttert, ein bisschen spazieren gegangen. Das war ihre Vorbereitung, weil die so unbefangen da rangegangen ist. Und das merken auch die Pferde. Man kann sich mit ihr eigentlich auch nicht streiten. Wie hast du dich vielleicht auch persönlich entwickelt in der Zeit? Ja, früher war ich so ein kleiner Draufgänger, würde ich sagen. Da war es immer nur vorne dabei sein und nur die gelben Schleifen zählten sozusagen. Aber ich glaube, mit der Zeit lernt man dann eben halt auch diese Erfolge wertzuschätzen. Und wenn es dann auch mal eben kein Sieg ist, sondern einfach nur eine gute Runde war und man hat ein super Gefühl, dann ist das auch eine Menge wert. Jana hat einfach Eisblut in den Adern. Ne? Also ganz egal, wo die am Start war, Jana wurde einfach nicht nervös. Du hattest immer das Gefühl, das ist ein alter Hase. Kurt hat mir allerdings auch verraten, dass du schüchtern warst. Also auf dem Pferd habe ich mich immer super wohl gefühlt, aber dann mit Leuten sprechen. Ich habe halt immer versucht, so, ja, mich irgendwie ein bisschen zurückzuziehen, weil ich einfach mich nicht getraut habe, zu sagen, hey, ich bin hier, kann ich mal eine Pommes haben? Und ja, das ist natürlich auch was man so mit der Zeit lernt. Es gibt so viele tolle Leute auf dem Turnier, mit denen man sprechen kann und auch sollte. Und ich glaube, das ist bei mir jetzt auch mittlerweile so angekommen und das mache ich auch jetzt sehr gerne. Ich würde nicht sagen, dass ich jetzt die Person bin, die wirklich immer im Vordergrund stehen will oder muss, sondern ich halte mich auch gerne mal zurück.
Ich glaube, wer dich aber immer sehr gut verstanden hat, waren die Pferde, egal wie viel du mit denen gesprochen hast. Welche haben dich denn in der Zeit bei Kurt besonders geprägt? Das war natürlich einmal Clooney, ein ganz besonderes Pferd. Der hat ja dann auch nachher der ganzen Welt gezeigt, wie besonders er war. Und dann hatte ich noch ein Pferd, Cornet's Dream, der mir damals auch sehr ans Herz gewachsen war. Das war ein Cornet und mit dem habe ich auch so die ersten schweren Parcours geritten und auch erfolgreich. Das sind so die zwei Pferde, die mir echt im Kopf hängen geblieben sind. Du hast Clooney angesprochen. Du durftest ihn, glaube ich, 7-jährig ja übernehmen. Als du ihn gesehen hast, war es auch nicht so, wo du so dachtest, geiles Pferd, oder? Nein. Also, wo ich ihn gesehen habe, ich dachte, das ist kein Sportler. Wie soll der denn springen? Der hatte einen riesen dicken Bauch und dann auch noch so einen Hängebauch, also so einen richtigen Senkrücken und keine Zähne vorne. Und der war einfach auch dann nicht geschoren und auch nicht so richtig in Lack, sagen wir. Aber irgendwie war er so clever und so ehrgeizig, dass ich dann auch irgendwann schnell gemerkt habe, okay, das ist was Besonderes, weil der einfach auch immer null gegangen ist. Also ich erinnere mich an fast keine Runde, wo er wirklich mal einen Fehler hatte. Und ich glaube, das hat ihn auch als junges Pferd schon ausgezeichnet. Und dass er dann natürlich in die Hände von Martin Fuchs gekommen ist, war für ihn natürlich auch das Beste, was ihm passieren konnte. Er hat eine super Laufbahn gehabt und ganz viele Erfolge. Natürlich dann tragischerweise mit seinem Unfall. Aber ich muss der Familie Fuchs wirklich ein Kompliment aussprechen, was die jetzt noch möglich gemacht haben, dass er als Rentner sein Leben genießen darf. Und dann gab es noch einen ganz besonderen Moment. Er wurde verabschiedet, dann nach der schweren Verletzung saß Martin wieder in dem Sattel und du warst vor Ort. Wie war dieser Moment für dich? Sehr emotional. Also ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Das war wirklich ein Moment Gänsehaut pur. Und ich fand das so toll, dass er noch so eine Verabschiedung erleben durfte, auch gerade unterm Sattel. Er ist dann noch durch die Halle galoppiert und das ist natürlich schön, wenn ein Pferd so dann auch in Rente gehen kann. Dann hast du aber schlussendlich trotzdem die Entscheidung getroffen, zu gehen bei Kurt. Du hast dich dann mit Michael selbstständig gemacht. Wie kam es dann zu dieser Entscheidung? Ja, nach so vielen Jahren ist es dann vielleicht einfach irgendwann mal an der Zeit zu sagen, okay, jetzt baut man sich sein eigenes auf und geht mal einen Schritt weiter aus dieser Komfortzone raus und traut sich mal was. Und zu der Zeit mit Michael hatte ich einfach das Gefühl, es ist machbar. Und so haben wir uns dann entschieden, ja, die Selbstständigkeit anzufangen. Und mir war aber trotzdem wichtig, eben diesen Kontakt mit Kurt und Babsi so gut wie möglich zu erhalten und aufrechtzuhalten. Und das hat gut geklappt. Mit der Selbstständigkeit, das war dann zumindest in Ibbenbüren relativ schnell wieder vorbei, weil da kam Ender Carroll ins Spiel. Wie seid ihr zusammengekommen? Ja, das stimmt. Das war kurz nachdem wir uns selbstständig gemacht haben, hat er mich eines Tages angerufen und sagte, ja, ich bin auf der Suche nach einem Reiter. Hast du nicht Lust, nach Belgien zu kommen, für mich zu arbeiten? Und dann hatte ich ihm gesagt, nee, wir haben uns gerade selbstständig gemacht. Irgendwie ist das nicht so der richtige Zeitpunkt. Und dann dauerte das vielleicht 2 Wochen und dann bekam ich eine Nachricht, ob er mir dann ein Pferd dann in Britt stellen könnte. Ich sage, natürlich, klar. Und so fing das dann an, dass aus einem Pferd 2, aus 2 wurden es 3 und am Ende waren es dann irgendwann schon fast 10 Pferde. Und dann haben wir uns irgendwann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, jetzt überlegen wir mal und ist es nicht sinnvoll, nach Belgien zu gehen, wo die Gegebenheiten einfach unglaublich sind. Ich glaube, viel besser hätte es mich hier nicht erwischen können. Das war absolut die richtige Entscheidung. Jetzt bist du allerdings auch ein absoluter Familienmensch. Wie schwer ist es dir dann auch andererseits gefallen, deine Heimat so zu verlassen? Ja, das ist ein Punkt, der mich manchmal so ein bisschen traurig macht. Ich bin ein absoluter Familienmensch und unglaublich gerne bei meiner Familie und bei meinem Freund. Und das ist natürlich jetzt was ein bisschen zurückstecken muss. Aber ich bekomme auch von deren Seite absolute Unterstützung und die kommen zu mir, besuchen mich und bauen mich auf. Und dann, wenn ich hier im Stall bin und dann gerade auch auf Limbridge mal sitze, dann ist es wirklich so, okay, das ist jetzt gerade das, was du machen möchtest hier
und du hast all die Unterstützung von zu Hause, das kriegen wir auch so hin. Aber ich muss sagen, manchmal fehlt es mir ja. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe hier den Tag unglaublich genossen, Jana. Vielen lieben Dank, dass du uns so coole Einblicke in dein neues Leben gewährt hast. Und ich drück dir alle Daumen, dass dein Jahr 2023 ungefähr genauso erfolgreich wird wie 2022. Vielen lieben Dank, dass wir bei dir zu Gast sein durften. Vielen Dank an euch. Das war ein super schöner Tag.